Ich fass es nicht. Da haben doch tatsächlich diese doofen SA-Leute hier angerufen. Ich fass es nicht. Also ich war jetzt gerade schon mal in der Aufnahme, ich habe das Ganze hier schon mal aufgenommen, habe von dem Level aus weitergemacht, bin jetzt bis in das reingekommen. Also das heißt, die Aufnahme war noch nicht so weit fortgeschritten. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas Wichtiges angesprochen, was ich jetzt vielleicht mehr erwähnen sollte. Ach so, ja. Wir sind jetzt, also ich bin jetzt im vorletzten Level angekommen, habe alle Sterne eingesammelt in den Leveln, weil hier gibt es keine mehr am Ende. Und dadurch auch nochmal die 5 richtig schweren Level freigeschalten. Ja, okay, dann versuche ich einfach nochmal schnell hier alles aufzuholen. Die Parts sollen ab jetzt kürzer sein. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht ein Let's Play doch daraus mache, aber ich finde schon, dass dieser vorletzte Part von dem Bosskampf, der sich über mehrere Level zieht, mein Kryptonit ist, da ich da schon etwas länger dran gesessen habe. Mir kommt auf einmal alles schneller vor. Ich fand die Aufnahme eben besser, auch wenn ich voll verpeilt angefangen habe. Erstmal ein paar Sekunden gar nichts gesagt habe und dann einfach nur ein stilles Hi. Ach man, ich fand die Aufnahme davor toll. Da ist halt die Frage, entweder anderes Aufnahmeprogramm und ich hätte das Telefon natürlich in die Küche tun können. Aber das habe ich nicht getan. Ach ja, und nicht, dass jetzt irgendjemand von euch erschreckt oder so. Mit SA meine ich nicht von damals, ich weiß es gar nicht. Was ist das? What the fuck, ich weiß gar nicht mehr, was dieses SA von damals bedeuten hat. Ich weiß nur, dass ich mal im Deutschunterricht bei uns einen dummen Witz dazu gemacht habe. Und zwar hatte unsere Lehrerin gefragt gehabt, was das denn für Leute wären, weil wir irgendwie keine Ahnung, so ein Buch hatten wir durchgenommen gehabt. Und davor hatten wir uns mit irgendwelchen Themen befasst, die das alles in dem Buch so ein bisschen erläutern sollen. Und da hatten wir so eine Kurzgeschichte gelesen. Und da ganz am Anfang war, was das überall vor dem Kinogebäude SA-Leute stand, und er hat sie gefragt, was das für welche wären, und da habe ich geantwortet, die vom Sozialamt. In der Klasse kam es ziemlich lustig an. Ich versuche ja häufig, ein lustiger Mensch zu sein. So. Also wie gesagt, ich stehe immer noch dabei, dass es kein Let's Play wird, aber einfach weil ich jetzt so weit gekommen bin und voll das Gefühl habe, als wären das gar nicht mehr die Level, die ich mal gespielt habe, weil die auf einmal mir viel leichter vorkamen und ich nicht so viele Probleme hatte. Deshalb wollte ich einfach nochmal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr von dem Spiel zeige, weil ich persönlich es als ziemlich cooles Jump'n'Run ansehe. So, bis hierhin bin ich eigentlich nur gekommen und dann habe ich erstmal eine Zeit lang nichts geschafft. Wir bauen ein Portal. Es ist unser erstes Mal. Kannst uns helfen? Wir versuchen einen Helden zu beschwören oder in ein anderes Universum zu kommen. Keine Ahnung. Jedenfalls, umso mehr ich von den Dingern einsammle, umso heftiger wird das Ganze hier. Es spawnen halt diese ganzen nervigen Viecher und alles Mögliche. Ach, verdammt. 4 Runen noch. Also der Typ oben links sagt mir das immer an, wie viel ich noch brauche. 9 Stück, also das heißt insgesamt 11. Da hatte ich auch wieder eine etwas längere Zeit dran gesessen gehabt. Oh nein. Achso, der Laser kommt hier gar nicht mehr rein. Dieses Vieh ist das. Ja, genau deswegen. Das ist das Böseste, was es gibt. So, ich glaube, die erste Rune ist immer hier oben, dann die nächste direkt gegenüber. So, und dann jetzt entweder hier runter oder nach links runter. Also so ein bisschen kann man schon den Verlauf nachvollziehen, damit man eventuell direkt schneller vorankommt, weil vielleicht hilft das ja auch, ich weiß es nicht so genau. Ich versuche jedenfalls für meinen Teil ziemlich schnell hier durchzukommen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Super Crate Box. Das ist ein sehr witziges 2D-Shooter-Game für... Ach komm. Für Steam kostenlos. Kann man sich da einfach so holen. Okay. Ich würde das jetzt sehr gerne schnell schaffen, denn wenn ich noch mehr Videos hiervon hochladen möchte, würde, beziehungsweise alle zeigen würde, also die Level, dann würde ich die Parts kürzer machen wollen. Aus dem Grund, da es zwar beim Aufnehmen sehr, sehr wenig verbraucht, was ich nicht so genau nachvollziehen kann, vielleicht weil hier
grafisch nicht so viel geboten wird. Also klar, es flackert alles mögliche rum, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass hier starke Schattierungen sind und High-End-Quality. Aber nach dem Rendern ist die Datei halt immer noch vergleichsweise groß. Und deshalb würden mir da auch kürzere Parts reichen. Ja, jetzt geht hier wieder so viel Stuff ab. Oh nein! Mist. Ja, man steht häufig knapp davor. Ich glaube, ich habe diesmal sogar gar nicht so lange gebraucht gehabt, als ich das gemacht habe. So, 3. Ich muss einfach nur bis 11 zählen. 4, 5, 6. Nein. 1, 2, 3, 4. Guck mal, 4 ohne dass mir was Schlimmes passiert ist, 5 und bei 6 kommt dann immer der Laser. Der Laser. Also nicht ich, sondern der da unten. Und leider habe ich jetzt aufgehört mitzuzählen. Ach komm, ey, na. Ich bin gerade schon ein wenig genervt davon. Soll ich meine so circa 5 nach? Ja gut, dann haben wir noch ein wenig Zeit. Jetzt muss ich mich erstmal bei den Tasten hier orientieren, während die Monster schon mal schön hierher kommen können. Ach Göttchen. Ja, einfach immer nur von links nach rechts und zurück. Würde ich machen. Oh ja, genau, hier in der Mitte müsste es immer wechseln. Das wäre voll witzig. Also derzeit sind sie alle ziemlich nah auf dem Haufen. Okay, jetzt nicht mehr so wirklich. Verdammt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, dieses Spiel. One Last Rune. Oh, ich hätte es danach gehabt, ey. Oh. Traurige Welt. So, das sieht derzeit wieder alles ganz gut aus. Obwohl jetzt nicht mehr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auf der anderen Seite lang gehen muss. Das ist ein böses Spiel. Aber sind das die gleichen Runen? Also, ich meine zum Beispiel diese zwei Wellen oder so. Naja, gut. Ich kann es mir jetzt doch nicht mehr so ganz vorstellen. Ich dachte gerade nur an die Zodiac-Runen von The Binding of Isaac. Ja, das ist wieder so ein hässlicher Gegner. Ich könnte eigentlich auch eine Zeit lang hier drinnen verbringen, solange nicht genau hier so ein Teil reingetan wird. Böses Spiel. So ein böses Spiel. Und ich glaube, jetzt sterbe ich gleich. Man hat schon immer dieses schlechte Gefühl. Dann verstecke ich mich erstmal hier. One last room. Okay, diesmal machen wir es, Leute. Genau. Wie soll ich denn da lang gehen? Dann versuche ich jetzt unten lang zu laufen. Das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Vor allen Dingen nicht wegen diesen hässlichen Laserviechern, die hier die ganze Zeit immer sind. Oh mein Gott. Ich hätte ihn nur stampfen müssen. Oh, dieses Spiel. Also das ist mal wieder so eine nervige Sache, wie zum Beispiel das mit den Raketenwerfern bei dem Priester. Ja, eine sehr nervige Sache. Toll. Besteht der Part jetzt zum Großteil hier raus. Super. Ich würde gerne auch wenigstens noch ein Erfolgserlebnis verbuchen können, indem wir das am Ende des Parts schaffen. An dem sowieso schon gekürzten Part. Aber ich glaube, das wird mir verwehrt. Boah, wie sollte ich denn jetzt gescheit nach oben rechts kommen? Da muss ich ja einmal außen rumlaufen. Wow. Genau dahin. Hä? Boah, ist dieses Spiel unfassbar einfach nur. Okay, nee, das wäre mir... Selbst wenn es nur zwei Runen gewesen wären, das ist... böse. Die Musik macht es nicht besser.
Deshalb habe ich gestern auch nach einer Zeit einfach aufgehört, die Musik anzuhören. Mann, jetzt kommen hier so viele Gegner, dass man nicht mal mehr laufen kann. Was ist denn das? Ja, zielsuchend oder was? Dieses Spiel. Dieses arschlöchige Spiel. Es ist ja nicht mehr wirklich fordernd. Man sieht ja, dass ich häufig kurz davor stehe. Es ist einfach nur noch eine Zeit nervig. Aber wenn dann... Ja, als Let's Show hatte ich üblicherweise vor, dass wenn ich Fortschritte habe, dass ich besondere Level zeige, die mir irgendwie gut gefallen. Aber jetzt würde ich schon irgendwie gerne beweisen, dass ich den Skill dazu habe. Deshalb springe ich hier einfach mal gewieft drüber. Und werde höchstwahrscheinlich gleich sterben wegen diesem scheiß Laservieh. Okay, wie weiche ich da am besten? Ho! Ich habe mich gerade erschrocken. Aber wir haben es geschafft. Hm. Wir haben ihn vielleicht geweckt oder erschreckt. Und wir haben ein schreckliches Monster geschaffen oder geholt. Neuer Plan. Du hältst ihn auf Trab und wir unterstützen dich. Oh Mann, schau seine Zähne an, diese riesigen Muskeln. Ah, verdammt. Ach ja, ich habe übrigens in der zweiten Aufnahme, die ich jetzt gleich wahrscheinlich erst hochladen werde, festgestellt, dass ich definitiv einen verdammt Counter machen muss. Weil ich dieses Wort ja so häufig benutze, das ist nur falsch mit mir. So, wie viel Uhr haben wir es? 16. Okay. Das bedeutet, wir sind bei 10 Minuten. Wenn man ihm zu näher kommt, dann macht er auch seine Laseraugen und den kann man quasi nicht ausweichen. Deshalb immer schön versuchen, in Entfernung zu bleiben. Oh, das war sehr gut. Das war sehr gut. Das ist ein Witz. Ich würde den Boss gerne noch schaffen, dann hätten wir immerhin Welt 2 durch und damit erstaunliche 4 Level geschafft, wobei ich in den anderen 2 Parts immer eine Welt geschafft habe, also fast so eine knappe Welt immer. Also das Anforderungsniveau steigt schon etwas, aber ich würde sagen, es ist noch bei weitem nicht am Ende, jedenfalls nicht, was dieses Spiel angeht. Jawohl. Jetzt kann mir alles andere doch egal sein. Ich glaube, ich habe es gleich... Ach Mann, da laufe ich vor ihnen vor, das ist doch unfassbar. Bin ich jetzt gestorben? An der Decke oder an der Rakete? Ich habe nichts erkennen können. Weil dieses Spiel böse ist. Ach Mann, man muss komplett von vorne so direkt immer laufen. Dann kann man ganz schnell springen. Es hat ja hierbei in diesem Spiel immer alles den gleichen Ablauf. Jetzt wird das Spiel aber ein bisschen böse. Okay, geschafft. Voll der geschockte Blick. Aber sie sind verliebt. Was mir kein Stück weiterhilft. Willkommen. Das ist sein dunkles Realm. Wie würde man Realm nennen? So eine Art Bezirk, Bereich. Seine Domain des Bösen. Oder böse, dumme, keine Ahnung. Egal. So, dieses erste Level werden wir noch machen, dann werde ich einfach mal unterbrechen. Also ihr seht, jetzt kommen wir in den Bereich des bösen Zauberers.
Ja, obwohl ich würde gern schon jetzt unterbrechen, weil wir bei 15 Minuten sind. Das ist natürlich bei weitem nicht so lang wie die anderen Folgen. Aber wäre für mich definitiv angenehmer zum Hochladen. So, hier hatte ich aber auch meine Tricks, soweit ich weiß. So, wenn er an mir vorbei ist und noch ein Stückchen weiter. Ja, okay, noch ein Stückchen weiter. Übrigens, was ich auch noch nicht angemerkt habe, ist es ein sehr schönes Geräusch, welches sich ereignet, wenn man... Ja, fast. Wenn man an so einem Teil hochgeht. Klingt gar nicht wie irgendein bestimmter Stoff an einer bestimmten Stelle. Ah, jetzt. So, jetzt muss man hier noch schnell durch. Stomp those balls. Hat er das wirklich gesagt? Ja, hat er. Ja, aber... Hä? Oh, meine Güte, weil ich zu hoch war. Aber auch hier ist das Schwierigkeitsniveau noch nicht so krass ausgelegt. Also man kommt noch relativ gut durch. So, da sieht man schon diese Leuchten von Ende ist in Sicht. Einfach mal durchstampfen, relativ simpel. Und geschafft. Damit gehen wir mal aus dem Level raus und befinden uns jetzt hier in Welt 2. Glaube ich jedenfalls, ist es das? Okay. Gut, merke ich mir fürs nächste Mal. Danke fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, ob es noch viel schwieriger wird, dann... Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein oder schaltet beim nächsten Mal wieder rein statt ein, was ich mir ja so schön angewöhnt habe. Gut, bis bald.